Ja, apropos Spaß gemacht. Die hatte ich auch mit der Folge Das Imperium der Ameisen. Es ist die dritte Episode aus der H.G. Wells-Reihe von Imaga bzw. Volkreich, die Oliver Döring ja seit geraumer Zeit macht. Das ist dann auch die erste Story, die ich nicht in irgendeiner Vorlage kannte. Also Krieg der Welten und Zeitmaschine, das kennt man ja aus diversen verschiedenen Umsetzungen, aber Imperium der Ameisen war tatsächlich mal eine Story, die ich noch nirgendwie so nirgendwo wahrgenommen. Nirgendwie gibt es nicht, oder? Nirgendwo wahrgenommen habe. Hast ein neues Wort erfunden. Es geht ja darum, bitte? Du hast ein neues Wort erfunden. Ja, okay, das schreibe ich mir direkt auf. Das reiche ich ein. Nirgendwie, es klingt auch super. Das ist super. Also, dass das doch noch gibt, ist irgendwie komisch. Ja, Naja. es gibt doch nirgendwann nicht. Stimmt. Nirgendwo, nirgendwie, nirgendwann. Ja. Pessimist, liebt der Pessimisten. Anti, genau. Ist das Nena? Ja. Ja. Nane. Schlimm genug, dass du das kennst. Die besten Witze sind immer noch die eigenen. Ja. So. Wo war man? Entschuldigung. Ameisen. Imperium der Ameisen, genau, ja. Ja, im Imperium der Ameisen, da geht es um einen Biologen, den Lucas Holroyd, der von seinem Chef gedrängt wird, nach Südamerika zu fahren. Dort ist ja ein Forscher schon seit längerem unterwegs, ja, zu forschen, sage ich jetzt mal, ich will jetzt direkt in die Materie einsteigen. Und von dem gibt es kein Lebenszeichen mehr. Und er soll jetzt also dahin fliegen, diese Forschung zu Ende bringen, den Typ bestenfalls aufstöbern und zumindest mal da irgendwas unternehmen, damit es da vorangeht. Und ja, er lässt sich dann auch breitschlagen, fährt dann dahin und ja, da wird es dann mysteriös und gefährlich. Ja, es gibt böse Sachen. Und das Schöne ist, dass man in dem Vorklapp dieses Hörspiels schon so eine Aussicht kriegt, was denn da passiert, beziehungsweise was die Konsequenzen sind aus diesem Hörspiel, was man nun denn zu hören mag. Und das macht es dann schon spannend, weil man denkt, naja, irgendwann muss ja auf diese Szene hingearbeitet werden. Das passiert allerdings auch nur bedingt, weil man ja da erst am Ende quasi das offenbar wird und diese Szene auch nicht wieder aufgegriffen wird, sondern man nur die Folgen davon mitkriegt. Fand ich tatsächlich sehr, sehr gut gelöst, weil das eine schöne Erzählweise ist, weil hätte man es, glaube ich, ohne diesen Vorklapp gemacht, hätte es vielleicht zu lange gedauert, bis man tatsächlich an den spannenden Moment gekommen ist. So hat man immer diesen Spannungsbogen im Hinterkopf, wenn der auch nicht gehalten wird, aber man denkt immer die ganze Zeit, naja, irgendwann muss es ja da mal hingehen. Und das war, glaube ich, ein wirklich guter Kniff, das so zu machen. Weil diese Fahrt, das dauert schon ein bisschen, bis das tatsächlich mal in einen Bereich kommt, wo es dann wirklich spannend wird. Als das Schiff dann angekommen ist, dann geht es halt auch richtig los und richtig in die Vollen. Und dann macht es auch richtig Laune. Und das Geplänkel, was da so im Vorfeld ist, das ist dann ja Nebensache. Obwohl das Es ja ist durchaus trotzdem, das interessant ist ist, jetzt ne? keine Länge, weil das Stück ist ja insgesamt relativ kurz. Also von daher wäre es auch kein großes Problem gewesen, aber ich fand es so tatsächlich richtig gut gelöst. Und das ist ja auch interessant, was da auf dem Fluss passiert. So ist es ja nicht. Also da geht's ja, Ja. da wird es ja so ein bisschen philosophisch, wenn man so will. Ja. Und das ist ja quasi auch der Hintergrund dieser Geschichte und ja, des Ganzen, wo es auch hingeht. Und ich fand das sehr interessant. Und generell diese ruhige Gangart des Hörspiels fand ich sehr, sehr geil, weil man nicht damit rechnet irgendwie. Also ich habe mit was völlig anderem gerechnet und war dann erst überrascht, aber dann auch wirklich positiv überrascht, weil das perfekt für diese Geschichte einfach ist, wie das erzählt wird. Ja, nee, ich fand das auch. Ich fand das wirklich, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich weiß jetzt, ich kenne natürlich die Vorlage, vielleicht ist die ja genauso, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein Kniff auch von Döring war, das so zu machen. Wahrscheinlich sogar, ich glaube, Bestimmt. früher hätte man nicht so erzählt. Also, ich glaube nicht, dass H.G. Wells da so ein Intro geschrieben hätte. Glaube ich auch nicht. Nee, ich denke, das ist Das Döring funktioniert auch im schon Buch auch gewesen. nicht, oder? Nee, das wird auch nicht, Das nee, wird Buch auch nicht hat eine, klappen. nimmt sich eine ganz andere Zeit. Irgendwie, nee. Nee, das wird bestenfalls als Klappentext funktionieren. Aber dafür ist es zu lang. Sehr, sehr schön. Doch, Ja, fand ich auch super. Mir ganz doch, gut würde ich gefallen. empfehlen wollen, gerade als auch wieder mal was ganz Originelles war, was man so noch nicht kannte und in einer Qualität daherkommt, die wirklich richtig gut ist und ja, kann man bedenkenlos empfehlen. Schöne Story. Ja, dann zu Hanni und Nanni auf den Lindenhof in Folge 57 und das Verbrechen im Schnee. Ja, also erstmal geht's mit was anderem los. Und zwar treffen sich die Mädels, eine fehlt, die kommt dann und hat eine Pudelmütze auf mit einem Fellbollen. Wo kommt dieser Fellbollen her? Ja, den hat sie sich gekauft, aber die große Frage ist: Ist das wirklich echtes Tierfell? Und dann gibt's erstmal richtig Knatsch und richtig Stress und Terror.
Denn anscheinend ist es wirklich Tierfell, ist ja aber nicht gesagt worden. Also machen sich die Lindenhof-Mädchen auf ins Geschäft und stellen da quasi, wollen da erstmal den Verkäufer zur Rede stellen, packen die Geschichte dann aber ein bisschen anders an. Und zwar wollen sie halt rausfinden, wo das Ganze herkommt, was da dahinter steckt und ob man da einem Verbrechen quasi auf der Spur ist. Aber es ist ja erstmal nicht verboten, Tierfell zu verkaufen, ne? Glaube ich, gesetzlich ist es nicht. Es muss halt nur gekennzeichnet werden. Das war es aber nicht. Und so versuchen sie erstmal natürlich die Mütze zurückzugeben. Und so kommt halt dieser Fall ins Rollen. Und zwar sind sie da unter anderem im Park unterwegs und werden da eben dieses Verbrechens im Schnee gewahr, nämlich, dass da Eichhörnchen draufgehen. Und dann treffen sie aber zwei Parkwächter, die dann sagen, ja, es hängt mit einer ganz bösen Krankheit zusammen, der Eichhörnchenkrankheit. Dann merkt die man schon, berühmte, okay, ja. Wir kennen sie nicht. Okay, das scheint nicht ganz so ein bewanderter Parkwächter. Da ahnt man schon, okay, ja, vor allem als alter TKKG-Hörer weiß man schon, wo der Hase langläuft. Die Mädels wissen das natürlich nicht, weil sie kein TKKG gehört haben in ihrer Kinderzeit. Ja, und so nimmt das halt so seinen ganz, ganz, ganz typischen Verlauf. Ist aber sehr, sehr schön, weil das sehr, sehr nostalgisch ist tatsächlich. Schön nostalgisch, nicht doof nostalgisch mit dem Holzhammer. Nee, also man ist da sehr in dieser Welt einfach drin. Und das kommt sehr, sehr authentisch rüber über die Hauptdarsteller. Und wirkt deswegen auch nicht albern tatsächlich, sondern ist wirklich eine sehr schöne Runde mit immens viel Altscham versehene Folge, die wirklich viel Laune gemacht hat mir. Ja, es hat echt Spaß gemacht, war schön. Wie gesagt, nur vor allem Nostalgiefreunde aus der guten alten Hörspielzeit werden sich in diverse TKKG-Folgen zurückerinnern. Doch, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön. Apropos Spaß gemacht, mal wieder. Let's go! Genau, Heil Ho Let's Go ist ein Hörspiel von Thilo Gosioan, was es auf Anhieb direkt in meine Top 10 des Jahres geschafft hat. Das ist so ein geiles Ding. Das ist tatsächlich was mich, ja, ich kann jetzt sagen, total überrascht hat, weil ich erwarte bei Gosioan, Koppelmann, konnte ich mir schon vorstellen, dass das sehr unterhaltsam wird, aber dass es nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch bitterböse und sehr, sehr gut beobachtet und hintergründig, sehr hintergründig und der Gesellschaft mal einen Spiegel vorhält, indem man einfach das Schräubchen der Realität nur einen Tick weiterdreht. Es ist nämlich, was auf den ersten Blick relativ überzogen ist, ist es gar nicht. Nee, es geht darum, dass eine Band plötzlich Furore macht, die Hitlers heißt und mit einer Hitler-Attitüde so eine Art Beatles-Comeback feiern und da auch sich ziemlich anlehnen an die Beatles, aber mit geklauten Ramones-Stücken und Nazi-Texten Furore machen. Ja, alles, also es gibt so ein Zwiespalt, es gibt zwar die Kritiken da dran, aber das Ding funktioniert auch, weil heute ist ja alles, ist ja Meinungsfreiheit, kann man ja alles machen, ist ja Kunst, ist ja alles kein Problem. Und so treten die jetzt auch, oder sollen die jetzt auch bei einem Echo auftreten. Und ja, im Hintergrund dieses Echos ermittelt Ingo Schmoll in der Rolle des Ingo Schmoll in diesem Hörspiel im Hintergrund und kriegt einige interessante Mitstreiter. Unter anderem hilft ihm Günther Wallraff, der auch sehr, sehr gut dargestellt wird, auch in diversen Rollen. Dieser Veralberung, das ist wirklich großartig und unter anderem auch Helene Fischer, was ich auch großartig fand, also, wie man die da eingebaut hat. Also das Stück ist kackenlustig, aber auch tatsächlich mit dem nötigen hintergründigen Ernst versehen und so toll erzählt und so bunt und so, ja, einfach ist es einfach nur großartig und ich war wirklich richtig begeistert von dem Stück. Ja, das hat so viel tolle Seiten, wirklich. Ja. Am Anfang ist es halt wirklich eher so, wo man sich denkt, das ist ja total komisch. Auch das braucht ein bisschen, um in dieses Mockumentary-Feeling quasi, dass das so ein bisschen zündet. Aber das geht dann tatsächlich relativ fix, als er dann bei der Echo-Verleihung ankommt. Und wo man die dann das erste Mal hört, die Hitlers, das ist so schräg alles. Aber halt, ja, wie du es gesagt hast, wirklich nur ein bisschen weitergedreht. Ja. Weil er Rammstein denkt und es ist wirklich nicht weit weg. Und das ist halt, ja, das ist, also ich fand's auch sensationell gut, wirklich. Hat mir irrsinnig gut gefallen. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen tatsächlich. Ja. Und das ist ja immer, da freue ich mich ja immer, wenn... Genau, es ist nicht nur drüber, sondern das ist halt, weil man die ganze Zeit im Hintergrund denkt, das ist gar nicht so weit weg. Mhm. Und dann die Songs, die da reingesponnen werden, super, das ist oder? Großartig. Das ist so...
Ist einfach nur großartig. Ja, Ja. also hören, hören, hören. Also das Ganze ist im WDR-Hörspielspeicher zu finden und ja, das ist eines der Hörspiele, also so, ich so am Ende knallt es nochmal vom Jahr, oder? Da kommt nochmal ein bisschen was, ja. Ja. Also das gehört auf jeden Fall dazu, zu dem, was man im Jahr 2017 gehört haben muss. Punkt. Ja, dann zu den Holy Klassikern. Es sind gleich zwei Folgen, es sind gleich drei Folgen rausgekommen, aber zwei haben wir zumindest gehört. Und zwar die Ja, Folge wir ist ein 16. großes Wort. Also du. Wir, ja, das Königliche. Der geheime Also Garten. königlich. Und zwar ist er von Francis Hodgson Burnett. Das ist ein Name, den man auch nicht aussprechen kann, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Ich habe nichts getrunken übrigens. Aber das Spannende ist, die Geschichte hat Johanna Steiner umgesetzt und in ein Hörspiel gegossen. Und hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Das ist zum einen natürlich die Bearbeitung, aber zum anderen auch die ganz tolle Besetzung. Natürlich die Geschichte selber. Ich muss gestehen, ich kannte den Geheimgarten vorher nicht. Ist doof, ne? Also kann Ja, ich eigentlich weiß nicht an nicht, einem ich bin mir vorbeigehen, auch nicht oder? sicher, ob ich den. Ich meine, ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe von Hodgson Burnett habe ich ein bisschen was gehört, aber ich weiß nicht, ob der geheime Garten dabei war. Also Prinzessin Sarah weiß ich, dass ich den gehört habe, aber Es ist auf jeden Fall eine ganz tolle ich glaube. Geschichte. Es geht um ein kleines Mädchen, dessen Eltern selbiges, naja, großziehen ist zu viel gesagt. Sie wohnen auf jeden Fall in Indien und lassen das Kind quasi großziehen von ihren diversen Bediensteten. Sie sterben aber und die Kleine wird in England untergebracht bei, ja, Verwandtschaft, einem Onkel, der aber selber quasi nicht wirklich zu Hause ist und ein riesiges Landgut bewohnt und in diesem Landgut wird die Kleine eben, kommt die Kleine eben an und ist erstmal natürlich fürchterlich verwöhnt, kann sich nicht selber anziehen, weil eben alles die Bediensteten quasi gemacht haben. Und wie das zum Beispiel am Anfang diese Wandlung dieses Mädchens in dem Hörspiel, in der Version dargestellt ist, fand ich großartig, wirklich ganz großartig, weil man, das war so authentisch, auch gespielt und vom Skript her fand ich großartig. Das Schöne ist nämlich, wir haben Vergleichsbeispiele, wo es mir nicht so ging. Also wo gerade der Punkt der Geschichte, den ich für sehr, sehr wichtig achte, nicht so punktgenau getroffen wurde. Also hier wirklich großartig. Und so wärmt sich die Kleine halt so langsam auf in diesem England, in dieser, ja, in dieser Fremde. Unter anderem darum, dass sie anfängt, in den Gärten herumzugehen. Und es gibt eben diesen einen verbotenen Garten, den geheimen Garten, den die Frau des Onkels angelegt haben soll, die aber verstorben ist. Und nach ihrem Tod hat der Onkel eben diesen Garten versperrt, weil eben die Erinnerungen zu schlimm sind oder also ja, weil er sich eben nicht permanent an seine Frau erinnern will, weil es einfach zu schrecklich war, dass sie gestorben ist. Es gibt auch noch einen Sohn in dieser Familie, den wir aber später kennenlernen, der im Rollstuhl sitzt und krank ist, und zwar so krank, dass er ständig sagt, er wird eh bald sterben. Was sehr merkwürdig ist, weil teilweise die Ärzte das auch behaupten, aber eben das kleine Mädchen freundet sich mit diesem Jungen an und gemeinsam erkunden sie dann quasi diesen Garten. Das stimmt gar nicht, eigentlich ist da noch ein Dritter involviert, aber es spielt halt dann immer, es dreht sich alles um diesen geheimen Garten, der nach und nach vor allem von ihr bepflanzt und lebendig gemacht wird wieder. Denn da ist natürlich alles abgestorben und je mehr sie sich eben um diesen Garten kümmert, zusammen mit einem anderen Freund noch, umso mehr blüht dieser Garten auf, umso mehr blüht sie auf und umso mehr blüht dann eben auch der Sohn auf. Und so wird das halt eine sehr, ja, runde Geschichte mit so, ja, so ein bisschen mysteriösen Anteilen, aber wirklich nur minimal. Also es spielt schon eher, also die Verwandlung des Mädchens ist eigentlich im Zentrum dieser Geschichte und was ihr Auftauen und das Aufblühen der Natur aus den Umstehenden macht quasi. Das ist so dieses Übertragene. Ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, ganz toll bearbeitet von Johanna Steiner. Wirklich in ein super Hörspiel gegossen und ganz toll besetzt und das war richtig, richtig gut. Das war richtig gut. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Oh, Ja, da werde ich großes doch mal. Kompliment, wirklich. Ganz toll. Damit blieb es aber nicht. Es gab noch einen weiteren Holy Klassiker, nämlich die 20. Nummerierung ist ja wurscht. Ist ja durcheinander geworfen, wissen wir ja. Und zwar eine meiner Nicht-Lieblingsgeschichten, Nussknacker und Mäusekönig, die ich echt nicht Deswegen mag. habe ich es auch Dieter erst gar Hoffmann. nicht gehört. Dirk Jürgensen, ich habe noch mal eine Chance gegeben. Ja, diese Geschichte ist einfach irgendwie doof. Es geht um einen Nussknacker, der von einem kleinen Mädchen unterm Weihnachtsbaum gesehen wird. Und dieser Nussknacker, mit dem hat es was auf sich, der kämpft gegen den Mäusekönig und diese Armee dieser Mäuse. Ach, es ist, ich verstehe diese Geschichte auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich
Ich weiß nicht, was das mit dieser Geschichte auf sich hat. Ich verstehe das irgendwie nicht. Mir ist es aus der Umsetzung jetzt auch nicht wirklich schlüssig geworden, ganz ehrlich gesagt. Also Belebung von Spielzeug, okay, ja, das ist irgendwie Weihnachten, das kann ich noch irgendwie so nachvollziehen. Aber dieser Kampf hier, Mäusekönig gegen Nussknacker, eine tragische Geschichte hinter dem Nussknacker, der verwunschen ist und so weiter. Aber irgendwie, das kriege ich mich nicht. Das kriege ich mich einfach nicht. Selbst hier, ganz toll besetzt, Norbert Langer erzählt das Ganze. Peter Gurger, Katrin Gavlich, ganz toll besetzt. Daniela Hoffmann, super Besetzung. Aber ist aber nicht nur diese, es ist ja ein kürzeres Märchen bei dieser Geschichte mit dabei, sondern auch noch die Geschichte Die Königsbraut, wo es um ein Mädchen geht, das im Garten einen Ring über den Finger gestülpt bekommt. Und zwar hat das irgendwie mit einer Möhre zu tun und dadurch wird sie der Legende nach mit einem Erdgeist verheiratet. Das passiert dann auch, der taucht dann mit seinem ganzen Tross auf und sagt, jo, jetzt hier wird geheiratet. Sehr merkwürdig. Ja, das Ganze löst sich dann aber relativ fix wieder in Wohlgefallen auf. Ist auch nur eine kurze Geschichte. Es ist einfach nur merkwürdig. Das ist einfach nicht meine Welt, nicht meine Geschichte. Da hat mich auch die eigentlich schön umgesetzt, aber irgendwie, das kriege ich mich nicht. Das ist mir zu merkwürdig, tut mir leid. Da höre ich lieber die Köpfe von Apex, dass ich dieses merkwürdige Märchen höre. Das ist nichts für mich. Nee, tut mir leid. Ja, und ich habe, wie gesagt, gar nicht angefangen, weil ich gut Königsbraut hätte. Ich habe wahrscheinlich, bin ich gar nicht bis zur Königsbraut gekommen, so im Lesen des Titels. Mal gucken, hörst du wenigstens die? Nee. Naja, ist nichts verpasst. So, kommen wir zu John Sinclair, der uns überhäuft hat mit Sondereditionen ja im ausgehenden Jahr. Am 24. November kam dann auch tatsächlich die 10. Sonderedition auch schon raus. Das andere Ufer der Nacht schimpft sich das Ganze. Und zwar geht es um John Sinclair, der in Spanien unterwegs ist. Auf einer, ja, mysteriösen Burg der Familie Marquez, die im Mittelpunkt dieser Geschichte steht. Ja, dort wird er freundlich empfangen, aber dann landet er auf einem Balkon und entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Und so merkt John Sinclair schon, okay, irgendwie bin ich hier wieder in eine komische Geschichte geraten. Und zwar ist immer von diesem anderen Ufer der Nacht die Rede. Was das jetzt genau ist, weiß man nicht so genau. Ist es jetzt das Jenseits? Ist es nur eine andere Dimension? Schwierig zu sagen. Und auf jeden Fall hängt über diese Familie Marquez ein Fluch. John Sinclair ruft um Hilfe, und zwar seinen alten Spezi Bill Connolly, der mit Zuko dann auch gleich sich auf den Weg macht und in diesem Dorf am Fuße der Burg landet. Dort versucht herauszufinden, was die Leute so über die Burg und deren Bewohner denken. Ja, das hätten sie mal lieber nicht gemacht, denn sie werden auch sofort in diese Geschichte verwickelt, landen in einem Beinhaus. Und dieses Beinhaus, mit dem hat er was sehr Gruseliges auf sich. Da liegen nämlich die diversen Opfer der spanischen Inquisition, in die eben diese Familie Marquez verwickelt ist. Und so müssen die beiden dann im Laufe des Hörspiels richtig schuften, um ihren Freund John Sinclair zu retten, dass der am anderen Ufer der Nacht landet und nicht mehr zurückkommt. Denn das hat anscheinend noch niemand geschafft. Wie gesagt, so ist es wird da eine sehr verwunschene und mysteriöse Atmosphäre aufgebaut. Also die Folge hat es mir sehr angetan tatsächlich. Also irgendwie diese spanische Inquisition, also die ganzen Elemente, die damit reinspielen, sind alle schön wohl sortiert und gut platziert. Und also fand ich wirklich eine sehr gelungene 10. Ausgabe der Sonderedition Editions und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist natürlich ein gewaltiger Sprung zur 8 und 9, auf die werden wir noch zu reden kommen. Und es schlägt wirklich eine völlig andere Kerbe. Das ist schon eher so klassischer Grusel tatsächlich hier. Hat tatsächlich wirklich gruselige Momente. Also gerade Titel, ne, wo John Sinclair da festgeschnallt ist. Das ist schon sehr gruselig, weil man ja auch selber nicht weiß, was am anderen Ufer der Nacht wartet auf einen. Fand ich gut, hat mir gefallen. Klingt gut. Dann machen wir gleich weiter mit Jules Verne, die neuen Abenteuer des Phileas Fogg. Folge 12 kam raus, die Entscheidung in den Karpaten. Ja, seit der letzten Folge wissen wir ja, wer quasi der neue Bösewicht in dem Phileas Fogg-Universum ist. Ein Graf, der sich eben in den Karpaten rumtreibt und so wird Passepartout, Phileas Fogg und Aouda ja gleich in dieses Bram Stoker-Szenario reingeschmissen. Sie machen sich nämlich auf den Weg zu dieser Burg.
wo dieser Graf hausen soll. Und es ist wirklich quasi 1:1, was dann abläuft. Ja, Dracula kennt man halt einfach. Und so wird halt, ja, 1:1 diese ganze Vorgeschichte quasi abgespult, wie sie da in diesem Gasthof sind, wie sie dann zum Schloss kommen, mit dieser Kutsche und so weiter und so fort. In diesem Schloss werden sie dann aber getrennt durch ein Versehen, nennen wir es jetzt mal, von Passepartout. Sie sind aber auch nicht mehr zu dritt, sondern sie haben sich quasi Verstärkung geholt, nämlich unten in der Gaststube sind sie einem Kollegen begegnet, der dem Grafen auch ans Leder will, aus ganz persönlichen Gründen. Und so tun sie sich halt alle zusammen. Ja, das geht aber nicht so ganz gut erstmal aus, denn durch ein Unglück von Passepartout werden sie getrennt und landen dann aber auch allesamt in Gefangenschaft erstmal. Doof, ne? Und dann kommt der Graf auch rein und sagt, dass er das gar nicht ist, was sie denken, dass er ist, sondern dass er jemand anderes ist. Und da fand ich, es wird's doof. Also tut mir leid. Ach, das hat mich dann doch sehr an Faith irgendwie erinnert, als ich damals über Faith immer gemeckert habe, dass das halt einfach alles bloß irgendwie zusammengeklaut ist. Und das ist mir irgendwie, das ist mir alles zu direkt. Das sollte man dann, wenn, dann irgendwie verpacken. Aber nicht einfach so direkt, das ist mir zu platt, tut mir leid. Das ist mir echt zu platt. So ist das halt eine reine Abenteuerfolge, ja, in dem Schloss, wo halt verschiedene Sachen passieren. Diverse Fallen, aus denen sie sich halt rauswinden müssen. Ja, ist schön und gut, aber dann kommt halt der Typ und ist halt dann das böse Wort mit D. Nee, tut mir leid, das ist mir zu doof. Oder? Ach, also, schade. Ja, klar. Dass da der olle D aus seinem Sarg wieder gerissen wird. Also, das ist mir zu einfach. Nee. Hat man das jetzt schon mal, dass irgendwelche alten Figuren plötzlich wieder auferstehen? Ja, könnte sein. Irgendwas war da was, ja. Ist vielleicht ein Trend, den wir verpasst haben. Eventuell, ja. Leichenflederei. Der neue Trend. Ja, the next big thing. Ja, wir haben es wieder nicht mitgekriegt. Wir haben auch die Einhornwellen nicht kommen sehen. Das stimmt, ja. Naja, wir sind vielleicht sogar noch zu alt, um noch up to date zu sein. Ich will mal kurz für die Hörer, die den gesamten Orcast hören, erzählen, dass Timmy gerade eben in meiner Küche den Mülleimer geplündert hat. Warum gibst du ihm auch nichts zu essen? Der hat zu essen. Aber anscheinend nicht genug. Was, ja. Oh, böses Hundi. Böses Hundi. Genau. Oh Mann. Echt, ja. So Hörspielstars ist echt Katastrophe. Ja. Allüren. Kein Problem. Naja, müssen wir durch. Ja, ich komm mal wieder zurück ins Geschehen, weil ich habe dann doch auch mal was gehört. Und zwar gibt es ein Hörspiel des Mitteldeutschen Rundfunks, was ihr noch downloaden könnt. Es erschien am 19. November und heißt auf, ich komme jetzt wohl schon wieder sagen, heißt auf den Namen Manitou. Genau. Ist doch richtig. Ja. Holger Böhme hat es geschrieben und ja, es ist keine Fortsetzung, aber es hat zumindest die Anleihen, weil die Hauptfigur ist bekannt aus dem Hörspiel Kormoran. Hieß es Kormoran? Ja. Das hieß länger, oder? Nee, nur Kormoran. Und die Rückkehr des Kormorans? Ich guck mal. Irgendwas war, also Kormoran ist auf jeden Fall drin. Ich weiß ja, ich guck. Ist der Kormoran? Ja, kann man ja gucken. Genau. Jedenfalls die Hauptfigur Lothar, der damals als Angler dort aufgetreten ist. Der ist unterwegs nach Radebeul, ja, bekanntlich die Wirkungsstätte von Karl May. Da gibt es nämlich einen Indianerverein, in dem er Mitglied ist, und die spielen die Schlacht am Little Big Horn nach. Dahin ist also jetzt Lothar unterwegs mit dem Auto und nimmt einen Anhalter mit, der auch in diesem Verein ist und auch in diesem Jahr mitspielen soll. Also er diesmal das erste Mal. Und er heißt blöderweise auch Lothar, was jetzt für diese Vorstellung ein bisschen schwierig wird. Also Lothar 1 hat also Lothar 2 jetzt quasi aufgesammelt und sie fahren jetzt beide nach Radebeul und unterhalten sich. Und dann meldet sich aber die Frau von Lothar 1 am Handy und durch die Freisprechanlage kriegt Lothar 2 natürlich auch mit, was gesagt wird. Und sie erzählt dann Lothar 1, dass der Sohn bei einer Demo aufgefallen ist und ja, jetzt auf der Polizeiwache sitzt. Der Lothar soll sich jetzt, also Lothar 1, soll sich doch mal gefälligst darum kümmern, dass der Sohn da rauskommt. Schließlich gäbe es doch in diesem Verein, wo er jetzt ist, einen Polizisten, der was zu sagen hätte. Und den könnt ihr jetzt mal bitte bitten, dass der da seinen Fund in die Waage wirft, damit der Sohn da aus dem Polizeigewahrsam wieder rauskommt. Dummerweise ist genau dieser Polizist Lothar 2.
der auch noch aus dem Westen stammt, was das Problem jetzt nicht einfacher macht, weil hier jetzt zwei ganz unterschiedliche Kulturen aufeinander knallen. Und ja, jetzt geht es nicht nur in diesem Hörspiel um diese Indianer und auch nicht nur um den gemeinsamen Sohn, sondern auch um den noch immer bestehenden Konflikt zwischen West und Ost, die Unterschiede, die da herrschen, das Misstrauen, die Vorurteile, alles das packt Holger Böhme in dieses Hörspiel rein, was wieder sehr, sehr hörenswert ist, weil das einfach ein grandioser Abriss über ein deutsch-deutsches Zusammen- oder vielmehr Gegeneinanderleben ist, was dann aber am Ende tatsächlich in ein wunderschönes Finale mündet. Ja, ich würde euch das dringend empfehlen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ein schönes Stück. So kann man Hörspiel auch machen, auch wenn man nur zwei Personen oder drei Personen, wie in diesem Fall, hat. Da geht auch einiges im Thema Hörspiel. Also nehmt euch lieber ARD-Rundfunkanstalten dieses Hörspiel doch als Beispiel und sagt, okay, wenn wir schon die Sprecher reduzieren müssen und halt nicht mehr so opulente Hörspiel machen können, dann lasst uns wenigstens richtige Hörspiel machen. Das ist ein gutes Beispiel dafür und deswegen, allein deswegen sollte man es schon empfehlen, aber auch die Story hat es in sich. Also fand ich wieder richtig gut. Ihr möget es bitte hören. Jetzt schäme ich mich ja wirklich, dass ich das nicht gehört habe. Trotz Holger Ja. Böhme, Mensch, das wird umgehend nachgeholt. Ja, du hast, glaube ich, gesagt, du willst es unbedingt hören wegen Ja, ich Kormoran. weiß. Hast du Siehste, herausgefunden, wie es hieß? scheiß Weihnachten, der Kormoran. Ja, der Kormoran. Okay. Ich habe gerade scheiß Weihnachten gesagt, das sollte man auch nicht so laut sagen. Weiß nicht, es gibt doch so Weihnachtsfanatiker bestimmt. Echt? Bestimmt. Weihnachtshuls. Yeah, Weihnachten, ey, hast du das gegen Weihnachten gesagt? Ich glaube es. Ja, mir Ist hier machen nicht diese Leute Knecht in Weihnachtspullis Ruprecht? Angst übrigens. Knecht Ruprecht ist doch so Oder hast du auch sowas? Was denn? Ein Weihnachtspulli. Zu Norwegern, ne? Mit so Elchen Das finde drauf? ich Nee. einen der schlimmsten Trends. Also Einhornwelle und alles gut und schön, aber erwachsene Männer mit schlimmstenfalls Hipsterbärten, die sich in so ein Rentierpulli zwängen. Das kommt doch aus diesem Film, oder? Bridget Jones hätte ich jetzt. Film, Buch. Keine Bei Ahnung. Bridget Jones gibt es doch hier den Ich habe einen. das Ist irgendwann das nicht sogar Colin Firth? Ich glaube ja. irgendwo bei irgendwelchen Fußballern mitgekriegt. Bei Fußball. Ja, irgendwelche Fußballer, die dann irgendwelche Videos gedreht haben, wo sie dann in Weihnachtspullis da saßen. Mit da jeder Arsch so einen blinkenden Pulli an, im schlimmsten Fall noch. Blinkend. Ja, gibt's auch. Schön. Ja. Nee, keine Sorge. Das ist gut. Aber ich habe einen Tröste Baum dich. hier stehen, den wir jedes Jahr mit Blödsinn behängen. Oben auf dem als Spitze thront Evelyn von Masters of the Universe. Der sieht sehr, sehr schön aus jedes Jahr. Dann hängt Sauron da, dann hängt Gimli irgendwo noch rum. Könntest du dann eine Krippe draus machen? Das stimmt eigentlich. Ja, wenn ich den Schreibtisch fertig habe, dann bastle ich eine Krippe aus den Resten, die ich hier noch rumliegen habe. Das ist eine gute Idee. Das Ja, mache ich. vielleicht eine gute Idee für die Püppchensammler auf dieser Welt. Nein, die müssen das alles eingepackt lassen, sonst Achso, ist doch das muss nichts ja mehr eingepackt wert. bleiben. Ja, ich bin ja so ein Honk. Und in der Vitrine. Ja, kann man ja um die Vitrine rum dekorieren. Ja, genau, hier so ein paar Zweige hinschmeißen. Schon ist Weihnachten. Ja. Yeah. Oh, ho, ho. Oh. Gut, noch ein Ausflug ins Radio. Jetzt hast du Noch übrigens eine ein. Solostrecke. Aber so Okay. richtig. Ja, Tilo Reffert hat wieder ein Hörspiel geschrieben, wieder für die kleinen Ohren. Wieder erscheint es beim Deutschlandfunk Kultur oder ist es erschienen? Es ist seit 5. November online und steht zum Download zur Verfügung. Darin geht es um Mila, da das Hörspiel heißt Milas Welt, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, damit man es besser findet. Mila ist in Berlin, sitzt im Hotel. Mila ist rundum versorgt, weil sie hat ein Handy und ist die ganze Zeit damit zugange. Ja, das Problem ist, ihre Eltern sind ausgegangen und ihre große Schwester, die eigentlich auf sie aufpassen soll, will auch lieber in Richtung Disco unterwegs sein. Was sie dann auch tut und lässt Mila allein zurück. Aber Mila ist ja nicht allein, weil sie hat ja die große Welt des Internets und alle Möglichkeiten der Kommunikation auf ihrem Handy. Und das nutzt sie auch kräftig. Ja, es passiert nämlich dann, was passieren muss. Die Schwester geht verschütt und ja, die Eltern sind dann auch unterwegs. Und Mila will natürlich jetzt nicht, dass die Eltern da irgendwie Aufstand machen, will aber auch nicht alleine sein. Und naja, sie telefoniert dann halt rum und es entspinnt sich dann ein Abenteuer um die Rückkehr der Schwester, die dann also auch wieder sich irgendwann meldet und eben das Problem hat, nicht zurück zum Hotel zu finden. Ja, Mila muss ihr jetzt helfen. Und dann passieren halt noch einige Sachen drumherum, die auch mit dem Hotel zu tun haben. Das ist eine bunte Mischung. Es nimmt so ein bisschen diese allseits verfügbare Medien aufs Korn, aber
Es zeigt aber auch den Nutzen davon. Also das ist nicht nur ein reines Schimpfen auf diese bunte neue Welt, sondern auch oder sogar vielleicht gar kein Schimpfen, kein großes. Aber es zeigt sehr gut, also habe ich selten erlebt, wie diese Welt mal beschrieben wird in einem Hörspiel. Also was damit alles geht, was da die Grenzen sind. Und es ist trotzdem Thema, das sonst gerade in Bezug auf Kinder immer sehr negativ behaftet ist, auch einiges Positives ab. Das muss man dem Hörspiel. Also es ist eine schöne, neutrale Betrachtung dieses Kosmos, der dann reduziert wird auf eine Figur, die reduziert wird auf das Handeln dieser einen Figur. Und das fand ich dann ganz gut. Es ist tatsächlich ein interessantes Thema nach der Nanny-App, wieder ein Hörspiel, was das zum Thema hat, aber weniger den moralischen Zeigefinger hebt, sondern einfach ein lustiges Abenteuer erzählt mit einer recht modernen oder aktuellen Umsetzung. Schön, pfeffert halt der Gans. Ja, anders. Kommen wir jetzt zu einer neuen Serie, die es beim Hörspielprojekt zum Hören gab. Also erstmals erschien am 24. November der erste Teil der Serie Mord Nordost. Und das Stück trägt den Titel Nachtleiche. Ja, ein Rostocker Ermittlerteam, Jäger und Ziegler. Rostocker Ermittlerteam, denkt man natürlich gleich an den Polizeiruf, der ja auch sehr viele Fans hat, mit dem Rostocker Team aus Hübner und wie heißt sie? Ach, Sanau, genau. Ja, Christoph Sobol hat jetzt ein Stück geschrieben, das dieses, ich will nicht sagen, dass es kopiert ist, das kann man so jetzt nicht sagen, aber es greift zumindest bekannte Krimi-Elemente auf, die halt sehr beliebt sind. Küste, ja, dieses nordisch Kühle, dieses etwas Spröde des Nordens, das packt man hier alles rein, aber, das ist eine sehr merkwürdige Erzählung. Also es geht um eine Gruppe junger Menschen, die sich getroffen haben. Einer ist plötzlich tot. Und jetzt geht es darum, was ist da passiert? Und dieses aufzuarbeiten wird halt erzählt, indem man die anderen vier Verhöre quasi erzählt. Und das spielt also so eine zentrale Rolle, dass diese anderen vier immer wieder ja, quasi das Gleiche erzählen. Und das ist dann so ein bisschen merkwürdig. Also es geht, das Hörspiel ist relativ kurz, aber es besteht zum großen Teil aus vier gleichförmigen Erzählsträngen, die also ein bisschen den Hörer ratlos zurücklassen und ein bisschen merkwürdig wirken, weil das einfach die Story nicht voranbringt. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen, wie man diese Geschichte erzählt. Dass die Auflösung dann auch noch sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr drangeklöppelt und ein bisschen drüber ist, fand ich dann letztlich auch egal, weil das vorher schon nicht gut war. Mir war es viel zu viel Klischee, was diese beiden Kommissare bringt, dieses Zusammenwirken der beiden Kommissare. Da hätte ich mir viel mehr Originalität erwartet. Also ich war jetzt von diesem Auftakt wirklich nicht begeistert. Das ist leider überhaupt nicht meine Baustelle gewesen. Wahrscheinlich lag auch die Erwartung zu hoch. Also gerade auf sowas hätte ich mich gefreut. Ich hätte auch das ein oder andere Klischee da durchaus ertragen können. Aber die Erzählweise, die Story, das war dann letztlich zu viel des Guten und das hat mir leider ein bisschen das Hören verleidet. Leider. Mal gucken, vielleicht wenn es eine zweite Folge gibt, vielleicht ändert man das bisschen, aber so im Storytelling war das leider nichts. Merkwürdiges Prinzip, wie kommt man denn da drauf? Weiß es nicht. Komisch. Das klang vielleicht auf dem Papier ganz gut, aber wenn ich viermal den gleichen Satz höre, Na, schwierig. wenn es an einer Geschichte dann basteln würde, also könnte Ja. als Prinzip schon funktionieren, aber da muss es. Ja, also das hätte man vielleicht einfach, wenn man das gerafft hätte und hätte einfach diese vier Verhöre gegeneinander geschnitten. Dann immer quasi so in das andere Verhör übergeblendet, wo die Story dann an einer Linie erzählt wird von vier verschiedenen Personen. Und dann hätte der Hörer schon gemerkt, okay, die erzählen alle das Gleiche. Ja. Oder gleichzeitig laufen lassen. Ja, oder das, genau. In Triple Stereo. Ja, das wäre dann so wieder was für die ARD gewesen. Oh, wir machen künstlich, lassen alle gleichzeitig sprechen. Im Chor, ja. Und schon haben wir Schön. das Hörspiel des Jahres gebastelt. Genau, ja. Dann nochmal Radio, und zwar am 28. November lief im SWR Tandem das Hörspiel Mutti und ich, Weihnachten im Vorort von Marietta Schwarz. Marietta Schwarz hatte schon ein Hörspiel Mutti und ich gemacht, was auch nur Mutti und ich hieß. Sie macht aber aus diesem Thema hauptsächlich einen Podcast, in dem sie ja verschiedene Begebenheiten mit ihrer Mutter darstellt. Und in diesem Hörspiel ist also quasi so, das quasi auf eine Quintessenz zusammengedampft. Und auch in dem Hörspiel Weihnachten im Vorort geht es also hauptsächlich darum, um die Weihnachtszeit, wie die Familie dieses Fest organisiert und was alles drumherum passiert. Und das Ganze geht ins Rhein-Main-Gebiet, das liegt mir natürlich auch nah,
Allein der Zungenschlag der Mutter hat da so gewisses Flair, was ich gut mit ab kann. Wenn das so eine regionale Nähe hat, das fängt mich gleich so ein bisschen ein. Ja, aber auch so, wie die Mutter ist, das ist schon eine ziemlich coole Frau, die ihre eigenen Ansichten hat, die ich nicht alle teile, aber doch zu einem gewissen Punkt einen großen Respekt habe. Das ist da, wie soll ich sagen, ein sehr fortschrittliches Denken, was mir oft bei älteren Leuten tatsächlich auffällt, dass die Generation drunter, also sag mal so die Generation direkt über mir und also die ein, zwei Generationen über mir und ein bisschen anders ist. Und das finde ich schon wirklich so eine aus der Lebenserfahrung geborene Humanität, das gefällt mir richtig gut. Und das ist auch hier drin. Ich meine, klar, es gibt auch hier mal so ein paar Dinge, wo ich denke, oh, ja Gott. Aber ich finde das wirklich eine schöne, interessante, ja, es ist eher eine Dokumentation wie ein Hörspiel, muss man einfach sagen. Es ist ja tatsächlich auf reale Texte, auch wenn das alles nachgesprochen ist, aber das hat schon was. Es zeigt ein sehr schönes Bild. Es fängt das gut ein und man kriegt ein gutes Bild von dieser Familie. Ja, das konnte man gut hören. Das dauert auch nur ein paar Minuten, also ein paar Minuten, also gute halbe Stunde. Also kann man sich mal anhören. Es ist interessant, es hat interessante Facetten drin und es ist aus dem Leben. Ebenfalls ist rausgekommen eine neue Folge der Serie Oscar Wilde und Mycroft Holmes, Sondermittler der Krone, die 12 mittlerweile auch schon, der Geheimbund der Masken. Ja, es geht wieder nach London und zwar nach Sussex. Dort steht ein einsames Haus, angeblich einsames Haus, denn die Bewohner sind verreist. Deswegen tummeln sich zwei Landstreicher dort und wollen quasi so ein bisschen ihre Taschen aufbessern. In diesem Haus treffen die beiden aber auf eine sehr merkwürdige Zusammenkunft von Leuten, die eine Maske tragen. Eben dieser Geheimbund der Masken. Und welche Masken? Ja, es sind, wie im Titelbild schon abgebildet, diese Masken von Guy Fawkes, dem Verschwörer, weil diese Leute eben selber Verschwörer sind. Sie entdecken aber die Landstreicher und einem von beiden geht es an den Kragen, der andere kann fliehen und landet eben bei Mycroft Holmes, der Oscar Wilde auf diese Geschichte ansetzt, denn er vermutet einen Zusammenhang eben mit den Verschwörern, denen die beiden eben schon seit 12 Folgen im Endeffekt auf der Spur sind, nämlich dem Zirkel der Sieben. Und so begeben sich Oscar Wilde und der andere Landstreicher eben wieder in dieses Haus. Sie verstecken sich oben und belauschen eine weitere Zusammenkunft dieser Maskenträger. Er sagt, also ganz schlau sind die ja jetzt auch nicht wirklich, wieder auftauchen. Naja, sie werden allerdings wiederentdeckt und so kommt es zu einem Aufeinandertreffen von Oscar Wilde eben mit diesen Maskenmännern und er verlangt, weil er eine Vermutung hat, einen alten Bekannten zu sehen und ja, trifft damit voll ins Schwarze und somit kommt dann eine wilde, actiongeladene Folge letztlich zustande, die tatsächlich einen ziemlich hohen Unterhaltungswert hatte, die mir relativ gut gefallen hat im Vergleich jetzt, also wo ich jetzt nicht über große Sachen irgendwie gestolpert bin. Das wird einfach durcherzählt und es sind halt immer wieder die gleichen Bösewichter. Das ist schon ein bisschen ermüdend, aber es ist in Ordnung. Vor allem das Aufeinandertreffen dieser zwei Kontrahenten hat dann durchaus Spaß gemacht. Und doch, so geht das völlig in Ordnung. Ja, so ein bisschen mysteriös, ein bisschen Action. Ja, wie gesagt, ist alles in Ordnung. Gerne mehr in die Richtung. Klingt doch gut. Ne? Ja, dann hatte ich schon erwähnt, dass es diverse Knaller gab im Ende des Jahres. Unter anderem auch ein Hörspiel, was überhaupt nicht sich nach Knaller anhört. Es trägt den Titel Paartherapeut Klaus Granitz bei Trennung Geld zurück. Was dann erstmals aufhorchen lässt, ist, dass Jan-Georg Schütte maßgeblich daran beteiligt ist. Und Jan-Georg Schütte hatte uns vor einigen Jahren mit Altersglühen ja ein großartiges Hörspiel schon war, geboten, was er dann auch ins Fernsehen umgesetzt hat. Jetzt ist er fast den umgekehrten Weg gegangen. Er hat nämlich vor einiger Zeit einen Film über einen Paartherapeuten gemacht, der in einem abgelegenen Schloss mehrere Paare therapiert. Dieses hat er jetzt, also zumindest das Thema, hat er jetzt umgesetzt ins Hörspiel. Er bespricht oder hilft drei Ehepaaren, die ganz ähnliche, aber doch auch unterschiedliche Probleme haben. Es geht also immer um das Thema, dass ja man mit der Ehe nicht zufrieden ist. Klar, warum geht man sonst zu einem Paartherapeuten? Ja, aber das Spaß. ganz, ganz unterschiedlich abläuft. Und der Klaus Granitz, das ist eben ein Paartherapeut, der sagt, okay, ich kann euch helfen und wenn ich euch nicht helfen kann, kriegt ihr das Geld zurück. Und das Geld ist richtig viel, das ist richtig viel. Und es gibt immer drei Sitzungen, das ist auch das Hörspiel entsprechend aufgebaut. Also es gibt pro Ehepaar drei kurze Hörspiele, die dauern immer so 10 Minuten rum.
und bilden also quasi die jeweilige Sitzung ab. Und das ist so großartig erzählt und so clever und hat so viel Schmiss, dass ich total reingezogen wurde. Also ich hätte überhaupt, ich hätte da mich reinknien können in dieses Hörspiel. So gut erzählt war das. Diese Probleme sind eigentlich Allerweltsproblem. Das war gar nicht so das Besondere. Ganz clever ist natürlich die letzte Story, weil das beginnt und man denkt, naja, hier, das ist nun wirklich Killefitz, was die an Problemen haben. Und ausgerechnet das ist natürlich das Problem, was dann nicht so 0815 aufgehen kann und auch nicht zu dem Happy End führt, wie man es sich ursprünglich gedacht hat, weil man denkt, naja, Gott, das ist ja eine Kleinigkeit, was die haben. Aber das ist so eine, es wächst sich zu so einer schrägen Story aus, was das Ehepaar Kasperum da insbesondere erlebt, dass es fast unglaublich ist. Also, ja, man kann sich, unglaublich ist ein großes Wort in dem Zusammenhang, aber es wirkt irreal, wenn man es hört, aber wenn man es mal nüchtern betrachtet, funktioniert das total gut. Und also, ich würde euch das dringend ans Herz legen. Das gibt es im Podcast bei Radio Bremen zu hören. Wie gesagt, heißt Pater Harabeut Klaus Granitz. Es sind also 9 einzelne kleine Hörspiele, die ihr hören solltet. 3x3 Therapiesitzungen, Klaus Granitz und alles ist gut. Ich fand es wirklich großartig und gehört auch tatsächlich zu meiner Top 10 für 2017. Okay, ist notiert. Bitteschön. Habe ich ja Ich mächtig helfe was doch gerne vorne weiter. heute. Schön. Ja, Apropos. Knaller reißen jetzt erstmal nicht ab. Bodo Traber Nee, hat ist ja okay. auch ein neues Hörspiel gemacht im November. Am 2. November kam Paradise Revisited. Ich bin wieder da übrigens. Raus. Hallo. WDR-Hörspiel 2017. Interessant vor allem deshalb, weil Bodo Traber es nicht nur geschrieben hat, sondern auch inszeniert hat. Also Regie geführt hat. Sagen wir es mal so. Und um was geht es? Es geht um Paradise. Das ist eine Reality-Show, die im Fernsehen läuft oder im Online läuft, also wo man halt jetzt so guckt. Es geht um 5 Kandidaten, die Big Brother-like eingesperrt werden in einer Kapsel, von Kameras der Alltag begleitet wird. Ja, kein Kontakt zur Außenwelt, eben das Big Brother halt, ne? In ein bisschen Hardcore, sagen wir es mal so. Ja, interessant ist halt, was dann aus dieser Situation gemacht wird. Es wird nämlich nicht nur eben der Alltag so beschrieben, natürlich ist das auch Teil des Ganzen. Aber es scheint im Außen etwas zu passieren, was die Situation im Drinnen doch ein bisschen problematisch werden lässt. Denn es dringen Informationen in die Kapsel, dass es draußen einen Vorfall gegeben hat, der die Welt so ein bisschen verändert hat. Verändert im Sinne von kaputt gemacht haben könnte. So ein Nuklearkrieg oder sowas in der Dimension. Interessant ist halt die Vorgehensweise, was das quasi aus den Leuten, die eh schon in dieser Extremsituation sind, drin macht, die eben keine Chance haben, draußen irgendwie, ja, jemanden zu fragen, was denn jetzt genau passiert ist. Ja, dabei bleibt es aber nicht. Anscheinend passiert dann mit dieser Kapsel, also man kriegt halt alles von innen mit dieser Kapsel auch irgendetwas. Die wird irgendwie angehoben und irgendwo anders hin transportiert und keiner drin kann sich halt wirklich erklären, was denn jetzt Phase ist zur Hölle. Und was denn draußen wirklich passiert ist. Oder ist gar nichts passiert? Man weiß es nicht. Es ist halt einmal das und dann ist natürlich die Frage, ja, wie die Versorgung von außen überhaupt noch gewährleistet werden kann. Ja, also Menschen in einer Extremsituation, wie man das so schön hat. Es geht erstmal ein bisschen komisch los, fand ich, wo eben dieses Reality-Show-Format so ein bisschen auch rüberkommen soll. Alles ein bisschen überdreht, die ganzen Leute auch, also die da drin eingesperrt werden, völlig überdreht herkommen. Geltungssüchtige Kackbratzen, würde ich jetzt fast schon sagen. Also ja, die Leute, die halt bei Big Brother mitmachen, ne? Das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, mit denen man befreundet sein will. Nee, nicht wirklich. Ja, aber das Ganze kippt halt dann so nach und nach und das ist halt schön Traber-like, wie dann dieser Horror so langsam damit reinkommt. Ja, fand ich eine sehr interessante Geschichte, die sehr interessant auch ausgesponnen wird, dadurch, dass eben immer wieder Sachen passieren draußen, die dann doch irgendwie nach drin diffundieren und was das eben aus den Leuten macht. Und fand ich schön. Fand es nicht den besten Traber, muss ich sagen. Dafür hat er einfach schon zu geile Sachen abgeliefert. Stimmt. Aber ist trotzdem clever erzählt und fand ich eine sehr unterhaltsame Radiostunde. Ja, also es ist auch, ich kann auch sagen, es ist ein Bodo Traber, wie er früher war, nach den letzten beiden mit Nachtexpress und Delay, wo ganz große Hörspielkunst abgeliefert wurde.
ist das halt schon wieder viel bodenständiger und beschränkt sich halt tatsächlich auf die Story, die aber tatsächlich sehr gut ist. Also das fand ich auch sehr unterhaltsam und spannend und ja, sehr beängstigend von dem Ablauf her, wie das auch zugespitzt wird. Ja, würde ich auch dringend empfehlen wollen. Ja, dann zu einem guten alten Bekannten, Professor Van Dusen, der in seiner neuen Serie Die neuen Fälle ja auch schon bei Folge 12 mittlerweile ist. Professor Van Dusen fährt Achterbahn, sehr klassischer Van Dusen-Titel, sehr schön, bei Oscar rausgekommen und der Romantruhe. Geschichte ist von Marc Freund und Erik Niemann. Eine sehr schöne Geschichte, finde ich, die sehr viel Van Dusen atmet. Es geht erstmal um zwei Gestalten, die russischer Abstammung sind, Immigranten, die nach New York kommen und in Brooklyn landen. Und in Brooklyn, da scheint jemand umzugehen, und genauer sind es die beiden, die da umgehen, die ja andere russische Immigranten um die Ecke bringen, die allesamt Anhänger des Zaren sind, beziehungsweise dann waren. Und von wegen, es atmet den Holmeschen Spirit, wollte ich schon sagen, den Van Dusenschen Spirit. Es spielt halt quasi die Zeit eine Rolle und in dem Fall eben historisch quasi die Zeit der Revolution und versus Zarenanhänger, die eben da nach New York rüberschwappt und wo es eben ja vielen Leuten eben deswegen an den Kragen geht und das auf sehr brutale Art und Weise tatsächlich. Und Van Dusen gerät in diese Geschichte, weil ein Bekannter von ihm, der eine Arbeit über Laser, glaube ich, was weiß ich, also der halt selber Wissenschaftler ist, wie gesagt, ein Bekannter von Van Dusen, der eben Opfer dieser meuchelnden Revoluzzer ist oder wird. Und Van Dusen ermittelt eben zusammen mit Hedge an Ort und Stelle und findet dann halt so nach und nach die ersten Spuren, die ihn erstmal in ein Wohnhaus bringen, wo er den nächsten Hinweis bekommt, ja, wo es dann aber tatsächlich auch schon Richtung Finale geht, das auch sehr, 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 sehr schön in einem Vergnügungspark ist. Also das komplette Finale. Dort arbeiten diese beiden, nämlich diese beiden komischen russischen Gestalten, nämlich ja als, ja, weiß ich jetzt nicht Hausmeister, aber als so ja, weil der Park hat noch gar nicht offen. Das ist so ein Park, der zu Ehren von Jules Verne quasi aufgebaut wird, wo der Zuschauer eben quasi die Jules Verne'schen fantastischen Welten so ein bisschen bewandern kann. Ja, und dort mündet eben auch diese Geschichte und genauer eben auf der titelgebenden Achterbahn. Es ist dann alles sehr actionreich, ist das dann wieder weniger Van Dusen, aber trotzdem fand ich ist tatsächlich eine sehr runde, sehr schöne Van Dusen-Geschichte, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Kleine Kritik hätte ich, man hätte gerne gerade diese beiden Russen, finde ich, noch ein bisschen überzogener darstellen können. Das hätte noch mehr Van Dusen draus gemacht. Also ruhig auch ein bisschen so überdreht, dass der Humor auch nochmal rausgekitzelt wird. Ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt noch, aber ansonsten wirklich picobello, schöne Van Dusen-Geschichte. Ja, die mir echt sehr viel Spaß gemacht hat, die auch sehr rund ist. Cool. Schönes Ding, doch. Ja, dann kommen wir zum Urvater, diesem Fall. Und zwar Sherlock Holmes. Da gab es eine neue Ausgabe bei Titania Medien. Und zwar Folge 32, der griechische Dolmetscher. Die Story kennt man, sie ist deswegen wahrscheinlich bei vielen im Ohr, weil dort der Bruder von Holmes zum ersten und ich glaube auch einzigen Mal auftaucht bei Sherlock Holmes, und zwar Mycroft Holmes, der als sehr skurriler Charakter, also wenn man Holmes als skurrilen Charakter beschreibt, dann ist sein Bruder eigentlich noch ein viel skurriler Charakter. Angeblich ist Mycroft ja auch noch der cleverere von beiden, aber naja, gut, das haben wir dahingestellt. Über diesen Bruder Mycroft lernen Sie einen griechischen Dolmetscher kennen, der eine absonderliche Story erzählt. Er wurde nämlich entführt, beziehungsweise erst beauftragt, dann aber mit einer Augenbinde zu einem Ort verbracht, wo er einen Mann dolmetschen sollte, einen Griechen, und den zu einer Unterschrift beziehungsweise zu einer Einwilligung zwingen sollte, was nicht funktioniert hat und er dann auch wieder heimgekutschert wird. Das erzählt er, aber es bleibt eben nicht bei dieser merkwürdigen Story, denn während Holmes noch Ermittlungen anstellt, wird er quasi erneut dort vorgeführt. Ja, jetzt wird es dann doch ganz dramatisch. Und Holmes muss sich auf die Ermittlungen machen und macht das in diesem Fall Schritt, nämlich mit Mycroft noch im Schlepptau und auch dem natürlich Watson dabei. Und natürlich lösen sie den Fall, aber so das Happy End ist dann doch nicht so ganz hundertprozentig, weil ja eigentlich überhaupt nicht.
weil der Fall zwar gelöst ist, aber ja, nicht alle Wogen wieder geglättet werden konnten. Finde ich immer noch eine sehr, sehr gute Home-Story, gerade weil diese Figur des Mycroft das auch besonders macht. Allerdings ist das die Art, wie Mycroft in diese Story eingeführt wird, finde ich halt immer ein bisschen merkwürdig. Also das ist aber jetzt ein Problem des Originals. Das ist also der Weg so aus dem Hut gezaubert. Es schnellert dann irgendwann, sagt, ja, habe ich noch nie was von dem erzählt. Auch ist da mein großer Bruder und ja, ist so ein bisschen aufgesetzt, aber die Figur ist es halt einfach wert, mal erzählt zu werden. Die macht ja in anderen Holmes-Umsetzungen ja durchaus eigene Karrieren. Ja, ich habe ihn auch immer nicht so vorm Auge durch die diversen filmischen Umsetzungen als diesen dicken Kerl. Das finde ich immer sehr lustig, wenn er so als behäbiger, dicker Kerl beschrieben wird. Das passt irgendwie überhaupt nicht in mein Bild von Mycroft Holmes, obwohl er im Original so angelegt Ja, ist. ich schon, weil ich die Mycroft Holmes Story zuerst kannte, bevor ich das mit den anderen. Also, ich war Ach dann so, eher ja. erstaunt, als er bei Holmes oder bei Sherlock, heißt der, der BBC, dann als dünner, quirliger Mann aufgetaucht ist. Das hat mich dann eher befremdet. Also ging es dann umgekehrt. Ja. Ich finde die so auch super, die Story. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist nicht einer meiner Lieblings-Holmes, aber schon mit oben dabei. Ja, Ganz ich toll finde halt gut, dass umgesetzt. das recht typische, was bei Holmes ja immer ist, diese Merkwürdigkeiten in der Vergangenheit oder so irgendwelche familiären Geheimnisse oder Verschwörungen, die es da gibt, dass die zwar hier Thema sind, aber dass man das halt eben nicht, ja, eigentlich zufriedenstellend auflöst. Also, dass da immer so ein bitterer Nachgeschmack bei dieser Story dabei ist, Ja, und finde ich gerade richtig das gut. Ende, das dramatische Ende ist ganz, ganz toll. Also wirklich. Und auch sehr irgendwie ungewöhnlich. Doch, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Aber hören wir. Bleiben wir noch kurz bei Titania. Titania hat auch ein Special rausgebracht im November. Am 24. kam die Folge 13 der Special-Reihe Der geheime Garten. Na, das hat man doch schon. Mark Gruppe hat nämlich auch Francis Hodgson Burnetts Geschichte umgesetzt. Eben für die Special-Reihe. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge da rein. Ein bisschen märchenhaft, sehr zu Herzen gehend, diese Geschichte. Also passt perfekt auch hier mit Weihnachten natürlich. Ja, zur Geschichte verweise ich auf das, was ich vorher gesagt habe. Das ist nämlich 1 zu 1 auch die Geschichte, die aber andere Schwerpunkte setzt. Und ist lustig, ich hatte nämlich tatsächlich die Holy Soft-Version vorher gehört, war dann erstmal ein bisschen enttäuscht, dass die Mary Lennox irgendwie oder dieses, ja, gerade am Anfang eben anders, ein bisschen anders dargestellt wird. Dass da dieses, sie kommt auch zickig rüber als dieses zickige Mädchen, aber diese Wandlung steht hier, fand ich, nicht so sehr im Zentrum wie andere Dinge. Also andere Dinge zum Beispiel, also das Verhältnis zu ihrem Onkel zum Beispiel und zu diesem Ben Weatherstaff, dieser komische Gärtner, der sich auch so merkwürdig verhält. Das spielt hier mehr eine Rolle. Also man legt halt tatsächlich in der Geschichte einfach andere Schwerpunkte, die ich auch alle nachvollziehen kann. Aber also gerade am Anfang, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber gut, dafür bekommt man andere Sachen zu hören. Was die Besetzung anbelangt, absoluter Pluspunkt, das ist der Knaller. Bodo Primus als Erzähler fand ich super. Das ist ein ganz toller Erzähler. Dann hört man Reinhold Schneider, also ganz alte Hörspielrecken, Dagmar von Kumin, Jannik Endemann, Horst Naumann, Marie Bierstedt, also Uschi Hugo, also richtig gestandene Hörspielrecken. Bisschen merkwürdig ist natürlich, dass Uschi Hugo dieses kleine Mädchen spricht. Aber muss ich tatsächlich sagen, große Probleme hatte ich dennoch nicht damit. Ich habe auch kein Problem hier bei Hani und Nani, wie die Lindenhof-Mädchen immer vorzustellen, auch nicht. Insofern finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also es ist auch eine sehr gelungene Umsetzung, die, wie gesagt, andere Schwerpunkte setzt. Wenn ich es jetzt direkt vergleichen müsste, muss ich aber sagen, dass mir die Holy Soft-Version besser gefallen hat. Aber will nichts heißen, denn das ist auf hohem Niveau verglichen. Beide haben ihre Berechtigung. Jetzt muss ich beide hören. Toll. Jetzt musst du beide hören. Ja. Edgy. Ja. Edgy, was ist jetzt? Ach, hör auf. Patchy. Ja, darfst du weitermachen. Ach Mensch, dann setze ich einen Schlusspunkt für heute. Also nicht für heute, für den November. Das ist nämlich TKKG, die 203, der Räuber mit der Weihnachtsmaske kam raus. Man ist in mein Metier gegangen. Es geht um einen Musikwissenschaftler. Wie geil ist das denn? Es geht in einem Hörspiel wirklich um einen Musikwissenschaftler. Das hat man sehr, sehr gut. Phonophobia war ja auch so ein bisschen. Dieser Musikwissenschaftler hat ganz natürlich Weihnachten-like etwas erstanden. Und zwar ein Autograf, den angeblich echten Autograf von Stille Nacht. Da werden natürlich die ersten Autograf-Witze gemacht. Hahaha, weil Klößchen nicht weiß, was Autograf heißt. Es ist schon sehr kindisch manchmal. Es tut echt mal weh, TKKG zu hören.
Auf jeden Fall wollte dieser Musikwissenschaftler eigentlich seinem Freund, dem Professor Vierstein und natürlich auch Karl im Schlepptau, das Ding vorstellen, aber kurz vorher wird ihm das Ding geklaut. Und so natürlich die KKG auf den Plan gerufen und wollen natürlich rausfinden, wo ist das Ding, wer hat das entwendet. Es fällt der Verdacht erstmal auf den, naja, Wächter dieses Instituts, der sich ein bisschen merkwürdig verhält und Geldprobleme zu haben scheint und also irgendwie komisch ist und ein ehemaliger Boxer ist, also ganz merkwürdig. Das ist eigentlich ein typischer Fall für TKKG-Bösewicht. Ja, aber so ganz ist es dann doch nicht und dann nimmt die Geschichte dann doch so ein paar Wendungen. Was mich da doch erstaunt hat, weil das ja jetzt nicht üblich ist eigentlich für TKKG, dass da Geschichten nochmal Wendung nehmen und sich Personen dann auf einmal doch anders darstellen, als sie am Anfang dargestellt wurden. Ne? Ja, richtig bescheuert. Herzlichen Glückwunsch an der bescheuertsten Titel überhaupt ist natürlich der Titel, der Räuber mit der Weihnachtsmaske. Naja, das spielt übrigens auf die quasi letzte Szene an, wo es zum großen Showdown kommt, wo ja Lösegeld übergeben werden sollte, das sich aber alles ein bisschen anders darstellt und einer mit Weihnachtsmaske dann den Berg runterrodelt und gefolgt von, ja genau, TKKG. Ja, ist viel Blödsinn dabei in der Folge. Finde ich selber jetzt nicht so schlimm, weil man es ja gewohnt ist von TKKG. An sich ist das in Ordnung, aber naja, also ich weiß nicht. Ein Autograf von Stille Nacht, naja. Ist geschenkt. Man hat da versucht, noch eine Weihnachtsfolge zusammen zu klöppeln. Ja, hat man auch irgendwie hingekriegt. Aber, naja, also der große Wurf ist es nicht. Es ist aber auch nicht so schlimm, dass man sich die Ohren abreißen will. Es geht. Ist in Ordnung. Ja, okay. Mehr aber auch nicht. Ja, ich habe jetzt gerade eben gedacht, also früher, wenn man eine Figur namens Professor Tillmann Zobel genommen hätte, hätte man dem garantiert einen Nerz geklaut. Kein Autograf. Das stimmt. Ja. Der müsste eigentlich Professor Tillmann Musikus heißen oder irgendwie so. Dann. Ja, genau, ja. Das stimmt. Da wird man dem Wolfschen Geist nicht gerecht. Das heißt also für diejenigen, die jetzt von unseren Hörern nicht wissen, was ein Autograf ist, Graf Berge von Trips war ein Autograf zum Beispiel. Ja, um auch einen Autograf-Witz gemacht zu haben. Du, ich weiß, du windest dich gerade. Du siehst mich sprachlos, ja. Ja. Das passiert selten. Ja. Ja, das war's im November. Aber danke. Also erstmal durch mit dem November. Wir haben jetzt noch so ein bisschen jeder das ein oder andere noch nachzuhören. Aber wir können euch auch mal erzählen, was wir euch schon vorgestellt haben. Also was ihr jetzt im alten Orcast, beim vergangenen Orcast nachhören dürft. Zum Beispiel gab es da die Gemeinschaft des geteilten Rades von Michael Staufer, die SRF-Produktion aus diesem Jahr. Die gibt es natürlich auch zum Download noch. Höre ich gerade. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Ja. Dann gibt es auch noch zu hören den Epitaph für Sally Epstein, Lothar Trolles Hörspiel des RBB zusammen mit dem Deutschlandfunk Kultur. Ja, und MG Leonhards Käferkumpel, das hörenswerte Hörspiel, ist produziert worden von NDR, HR und ist erhältlich bei der Edition Silberfisch. Ganz, ganz tolles Ding, hört euch das an. Dann eine neue Folge Mindnapping gab es ja auch, haben wir euch vorgestellt, die 29 Harmoniac, das solltet ihr auch gefälligst hören von der Audioanarchie. Ja, und ein PDAX Hörspielklassiker, Tam Tam ganz groß von Peter Lustig und eine Story auch mit zusammen mit Elfie Donnelly geschrieben. Eine SFB-Produktion aus 78 bzw. 79 und jetzt bei PDAX auf CD. Der Badezusatz Rosie Blub, das verfolgt mich auch ein bisschen. Ja, ein bisschen, ja. Jupp, das kurz und knapp. Dann haben wir noch ein paar Sachen, die trotzdem erschienen sind, auch wenn wir sie nicht gehört haben. Was heißt trotzdem? Ja, die erscheinen einfach. Einfach wir kriegen schon so. Das ist unglaublich. Skandal. Zum Beispiel eine Eigenproduktion von Lisa Müller, Abenteuer aus dem grünen Wald heißt das Ganze. Benjamin Blümchen, Folge 137, ein Törö für alle Fälle. Ja, super. Das heißt das nicht wirklich Titel. So, oder? Doch, das heißt so. Bibi Blocksberg erzählt die Folge 5, Weihnachtsgeschichten, ja, was auch sonst an Weihnachten. Ja, genau. Und Bibi und Tina gibt es natürlich auch eine neue Folge, die 87, das große Unwetter. Dann im NDR Kultur Bilder von uns, das Hörspiel von Thomas Melle, eine Koproduktion von NDR und Deutschlandfunk. Ja, bei Deutschlandfunk und Kulturradio vom RBB könnt ihr Bleibtreu heißt die Straße von Mascha Kolecko und Jan Konefke nachhören und downloaden. Dann ein Western-Hörspiel gab es beim Hörspielprojekt Dalton's Revenge von Volker Knurr. Der kleine Huibu, der erlebt verspukte Weihnachten und einen Schreck zu Silvester, beides bei Europa. Also beziehungsweise ist nur eins, weil es auf einer CD ist. Dann im BR zu hören im Pool der Verleger von Nanni Bellestrini.
Ja, beim SRF gab es die zwei neuen Hörspiele der Andoujet-Trilogie, und zwar die Folge 2, die letztesten Dinge, und die Folge 3 mit dem sehr interessanten Titel Der Tag, an dem es 449 Franz Klammers regnete. Dann gibt es eine Weihnachtsfolge der drei Ausrufezeichen, das Weihnachtsrätsel Special Edition. Ja, und auch das Gleiche gibt es auch bei den Kids. Das heißt, ein Rätsel in 24 Tagen und ist auch ein Adventskalender, Jahresendzeitkalender, wie auch immer. Dann in der SWR-Edition gibt es Volume 3 der Straßenkehrer von Werner Veit zu hören. Ja, ein Hörspiel von Tim Staffel, die Wasserkrieger, eine Koproduktion von WDR und Deutschlandradio Kultur, die sind im WDR-Hörspielspeicher verfügbar. Dann bei Rackstar kam Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater. Das ist echt schwer auszusprechen heraus. Kasperl und der Wachtelkönig schimpft sich diese Folge. Ja, am 4. November hat ein bisschen gedauert, bis es als Download verfügbar war. Gibt es die letzte Folge der diesjährigen Staffel von Düsse Petersens, die Folge 28 Bildungsfragen. Das Ganze im Podcast Niederdeutsches Hörspiel von Radio Bremen und dem NDR. Dann wieder im BR-Hörspielpool Exxon gibt es das Hörspiel von Björn Bicker zu hören. Faith the Van Helsing Chronicles, Folge 55, Draculas Wiedergeburt, ist seit 24. November bei der R&B Company erhältlich. Da hat sie fast die Oberteil verloren, guck an. Ja. Dann gab es tatsächlich eine Neufolge Gordon Black, die Folge 5, eine Braut für Dracula, bei Ja. Saphir-Tonart. Das ist auch irgendwie neu, ja. Und Kriegs Tagebuch, Folge 12 und Tschüss bei Lübbe Audio, die ist seit 14. November im Handel. Dann, was wir noch hören werden, ist der zweite Holy-Klassiker, Der Prinz und der Bettelknabe, kam auch im November raus, von Balthasar von Weimann umgesetzt. Ein großes Science-Fiction-Hörspiel gab es beim NDR und gibt es auch noch zum Download. Ein sechsteiliges Hörspiel, was es auch in einer Einzelversion gibt. Ikaria 6 heißt das Ganze, ist von Benjamin Mack und wie gesagt vom NDR produziert worden. Ja, dann was Audioartiges im Deutschlandfunk Kultur in St. Wendel am Schlossplatz von Sven Arke Johansen und Oliver Augst. Zum Download beim Deutschlandradio Kultur, nein, Deutschlandfunk Kultur heißt es jetzt, das Hörspiel Ivanov Reloaded von Felicia Zeller. Dann ein Karl-May-Klassiker bei Maritim, die Nummer 6, Winnetou 2. Nummer 6, Winnetou 2. Katin Azzurro, Folge 18, Alarm auf der Weihnachtsfeier, die gibt es natürlich bei Europa. Beim NDR ein neues Hörspiel von Andreas Ammer und FM Einheit, Kraft im Raum. Ja, die SWR-Edition bringt das Hörspiel Leibl und Frisch. Gut geklaut ist halb gebacken von Frieda Scheifele und Sebastian Feld. Ein neuer Larry Brand, die Folge 26, Dr. Satanas Killercomputer. Oh, das muss ich echt noch hören, glaube ich. Ja, allein des Titels wegen. Ja, eine Folge von Leo und die Abenteuermaschine gibt es auch im November. Die Folge 5, Leo und die Mondlandung bei ET Media. Dann ein neues Hörspiel von Michael Farin. Beim BR gibt es zu hören Mensch in der Revolte. Ja, und die 30. Folge von Mord in Serie ist erschienen bis in den Tod bei Contendo Media. Ganz tollen Cover. Morgan und Bailey sind wir auch schon bei Folge 11 mittlerweile. Schnee in Paris ebenfalls bei Contendo. Ja, der BR hat ein Hörspiel von Katharina Frank im Angebot. Nazaré, nicht die Stadt, die Frau. Eine nicht ganz erfundene Biografie. Dann ebenfalls beim WDR Operation Lithos, ein neues Hörspiel von Martin Daske. Seit 20. November gibt es bei der Geschichtenkapsel das Hörspiel Pyjama zu hören von Tim Süß und Kai Du, das, ja, wie gesagt, im Download unter der Geschichtenkapsel verfügbar ist. Ach, das ist auch kein schöner Satz gewesen, aber müsst ihr jetzt mal so hinnehmen. Da ist wirklich Kaidu, das ist witzig. Hm? Dann bei der SWR-Edition ein Griff ins Archiv, SDR-Produktion aus 1981, Ritt auf die Wartburg von Friederike Roth. Ja, Schlau wie Vier, ein neues Hörspiel bei Europa, die fünfte Folge Delfine, die Welt der Meerestiere. Da gab es noch ein Schreck mit dem Pfirli, Risiken und Nebenwirkungen von Klaus Das M. Verschlag, eine SRF-Produktion aus 2017. Ja, und einen neuen Fall für Sherlock Holmes, die letzte Symphonie bei der Romantruhe. Und Sherlock Holmes und Co. gab es auch eine neue Folge, die 34, Das Haus der Verdammten. Ja, und ein paar Chronicles gab es auch noch, und zwar die Folge 45 im Auftrag der Krone und die 46 der Baumeister von Norwood. Dann nochmal ins Hörspielprojekt. Da gab es auch ein neues Hörspiel von Marco Ansing, Täuscherland, der Krieg der Seelenfänger. Ja, und die Teufelskicker haben die Folge 69, die guten Taten, Ausrufezeichen, bei Europa rausgebracht.
und dann wieder zum Schweizer Rundfunk. Eine DAS-Produktion aus 1971, Um ein Menschenleben, gab es bei der Musikwelle. Ein Hörspiel von Herbert Ruhland. Ja, und in der Dramabox gibt es Und dann diese Stille von Harriet Köhler, eine NDR-Produktion aus 2010, die ihr aber jetzt erstmals downloaden könnt. Dann nochmal zum SWR, ein neues Hörspiel von Sarah Magdalena Schüller, Valentina heißt das Ganze. Und ein Hörspiel im WDR-Hörspielspeicher noch, Valhalla City Limits von Edgar Lipke und FSK, eine WDR-Produktion aus diesem Jahr. Habe ich reingehört, habe ich nicht verstanden. Ich werde schon. Habe ich nicht verstanden. Also ja, es geht um Valhalla, aber so ganz Sinn und Zweck habe ich nicht verstanden, was es jetzt eigentlich gehen sollte. Dann nochmal SWR, ein neues Hörspiel von Jan Decker. Was weißt du schon über Junikäfer, heißt es. Ja, und ein Hörspiel von Frank Spilker, dem Frontmann von Die Sterne. Zwei ohne Musik heißt das Ganze und ist im WDR-Hörspielspeicher noch verfügbar. Das war's. Jo. Die anderen Veröffentlichungen, also was alles nochmal neu erschienen ist, beziehungsweise nochmal neu zum Download produziert wurde, das findet ihr natürlich im Blog. Das listen wir dann einfach aus, lesen wir jetzt nicht alles vor, das ist ja langweilig. Da wirst du ja wahnsinnig. Ja. Genau, damit ist der November-Blog auch schon am Ende. Richtig. Dann machen wir den Deckel drauf und gucken in die Restekiste und was da sonst noch so rumfleucht dazwischen. Genau.